Herzlich willkommen zurück beim Bausimulator 22. Ja, im letzten Video haben wir unsere Lärmschutzwand hier fertiggestellt, inklusive dem darunterliegenden Glasfaserkabel. Ich vermute mal, irgendeine Landschaftsbaugesellschaft hat hier dann noch einen Spielplatz hingebaut. Und ja, damit ist der Auftrag für uns durch. Das heißt, wir brauchen neue Arbeit. Wir haben immer noch einen ordentlichen finanziellen Überschuss. Ich meine 1,3 Millionen. Dann werden wir vielleicht uns gleich noch das ein oder andere Gerätchen kaufen können. Wir schauen mal wieder in die Kampagne rein bei der Bürgermeisterin mit dem Thema Verkehrswege. Da steht jetzt als nächstes der Bahnhofsanbau an. Per Überlandexpress. Um den dichten Verkehr zu Stoßzeiten etwas zu entzerren, sollten Pendelnde wieder mehr auf den Zugverkehr umsteigen. Eine Modernisierung des alten Bahnhofs ist deshalb schon lange überfällig. Das klingt nach einem Auftrag für uns und auch wieder mit 644.000 Credits. Ein saftiger Auftrag. Was wäre das denn auf niedrig? Ja gut, es bleibt bei den gleichen Bauabschnitten, ne? Aber die Kohle wird mir zu wenig, deswegen bleiben wir weiterhin unserer Mittellinie treu. Die meisten Fahrzeuge sollten wir schon haben. Wir hören uns gleich natürlich an, was die Bürgermeisterin dazu zu sagen hat. Danach werden wir unsere Liebherr-Raupe wieder in den Einsatz bringen. Danach unsere Walze und danach sieht es wieder so aus, als hätten wir endlos viel zu betonieren leider. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt uns hier das Ganze schon wieder madig reden, nehmen wir den Auftrag einfach mal an und düsen jetzt einfach mal, würde ich sagen, per Schnellreise dahin. Hier gibt es keinen Ort mehr zum Entdecken. Dann machen wir das mal. Kommen wir ohne Baufahrzeug. Wir sind im Taxi gefahren, wenn jemand fragt. So, dann suchen wir mal die gute Dame. Das hier ist dann der Bahnhof. Ich würde sagen, den gucken wir uns jetzt vorher erstmal noch an, damit wir auch wissen, mit was wir hier zu tun haben. Also wir haben hier allem Anschein nach 4 Gleise und es sieht nach einem Kopfbahnhof aus. Das hier sieht wahrscheinlich nach einem Bahnsteig aus, den wir fertigstellen. Da, wo der Bauzaun steht, kommt wahrscheinlich auch noch die Verlängerung hin. Ja, kleiner, aber feiner Bahnhof. Auch optisch finde ich sehr gelungen. Sieht eben aus wie so ein typischer, deutscher, kleiner Dorfbahnhof. Und hier auf dieser Erdfläche wird wahrscheinlich dann wohl der Seitenbau draufkommen. Aber das wird uns bestimmt die Bürgermeisterin gleich erzählen. Kaum hat man ein Verkehrsproblem beseitigt, entsteht schon ein neues. Ja, pendelnde Berufstätige und Schulkinder aus dem Umland kommen zu den Stoßzeiten kaum noch rechtzeitig zur Arbeit und zur Schule. Wir haben zwar einen zentralen Bahnhof, der das Umland an die Innenstadt anbindet, aber der wirkt wenig einladend und ich kann verstehen, dass sich dort niemand freiwillig aufhalten will. Ja. Die Menschen fordern schon lange, dass der Bahnhofsplatz erneuert wird, um die Wartezeiten für Reisende angenehmer zu gestalten. Die Baupläne sehen einen modernen Aufenthaltsbereich vor. Das ist alles, was sich die Stadt zurzeit leisten kann. Aber es ist sicher gut investiertes Geld. Ja, und solange auch davon einiges in unsere Tasche wandert, ist mir das egal. Aber mit 644.000, glaube ich, haben wir da eine gute Aussicht. So, dann geht es natürlich los mit dem Erdboden abtragen. Wir haben ja alles fein säuberlich eingelagert. Nehmen wir auch mal den MAN noch schnell mit. Und ab in den Fuhrpark. Wir können unsere Walze ausladen. Wo ist denn die Raupe? Wir können die Raupe aus... ich habe den Kran immer noch gemietet. Wir werden ihn ja brauchen, dann lassen wir ihn weiter gemietet, aber als nächstes werden wir uns auf jeden Fall den Turmdrehkran mieten. So viel ist schon mal sicher. Dann würde ich sagen, springen wir mal rein in die Planierraupe. Vermutlich werden wir jetzt uns eben gleich einen Tieflader kaufen und den MAN mit Palfingerkran hinten dran. Denn ich vermute, wir müssen auch hier gleich bestimmt wieder große Teile anliefern. Aber das werden wir natürlich alles gleich erst wieder vor Ort feststellen, beziehungsweise wenn wir jetzt gleich den Erdboden abgetragen haben. Oh, da steht ein Blitzer. So, fangen wir mal hier fein säuberlich von der Ecke aus an. Da, wo die Hütchen stehen, da werden bestimmt wieder irgendwelche Fertigelemente zusammengebastelt. So.
So, dann drehen wir uns die Kamera mal wieder halbwegs gescheit hin. Ja, das ist egal. Ich glaube, so nah an der Kante müssen wir da nicht fahren. Senken mal das Schild und ab geht die Party. Prozent, jo, das geht richtig gut mit der Planierraupe. So, drehen wir uns mal, heben das Schild schön, sauber, ordentlich aus. So, wieder absenken das Ganze. Jo, das läuft doch. Wahrscheinlich können wir uns das mit dem Schild anheben auch sparen. Jo, das funktioniert ja mega gut. Hälfte haben wir ja schon gleich drin. Da hinten ist dann unser Kranplatz. Hoffentlich gibt es da nicht die gleichen Bugs wie in der letzten Folge mit dem Museumsanbau. Das war ja nicht so pralle. Und wir planieren hier kräftig 70%, 75%. Und danach gehen wir dann eben, wenn wir das Ganze hier dann verdichtet haben, wenn wir anschließend gleich dann nochmal auf kleine Shoppingtour gehen. Wobei ich mir noch nicht ganz so sicher bin, ob wir uns da gleich den riesigen Tieflader kaufen oder vielleicht doch diesen ganz normalen, ja, Aufliegerhänger mit den Bordwänden. Denn bislang habe ich es noch nicht vor, Fahrzeuge groß durch die Gegend zu transportieren. 100%. Verlassen wir mal unseren markierten Bereich und stellen das Räubchen hier hinten mal ab. Vielleicht brauchen wir es noch, wenn nicht, können wir am Ende ja alles wieder feinsäuberlich einlagern. Sehr gut, dann springen wir als nächstes in unsere Bomag-Walze rein. Werden die abgetragene Erde dann gleich mal wieder verdichten. Kranplätze müssen verdichtet sein. Das wäre wahrscheinlich auch so ein Spiel für Ronny, ne? Da kann er alles selber machen, die KI arbeitet ziemlich zuverlässig, da gibt es eigentlich keinen Grund, sich aufzuregen. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Walze fahren toll finde? Ironisch gemeint? Ich glaube schon. Es liegt aber wahrscheinlich einfach daran, dass sich eine Walze kacke fahren lässt. So, rauf hier, verdichten, aktivieren und los geht die Party. Fünf Prozent, 6%, 7%. Ja, da müssen wir wahrscheinlich 9 Mal hin und her fahren. Also genau deswegen mag ich Walze fahren nicht. Ne? Das Umdrehen ist so umständlich. Vielleicht ziehe ich mir irgendwie nochmal 2, 3 Zeitraffer-Videos auf YouTube rein, wenn es sowas gibt. Ja, vielleicht gibt es da irgendwie eine gescheite Taktik, wie man da lang fährt, wie man das irgendwie verdichtet. Wie man da irgendwie gescheit wenden kann, ohne dass man irgendwie 50 Mal umsetzen muss. Wir können jetzt aber auch hier einfach mal so unehrenhaft eine große Runde drehen. Am Ende bereuen wir es bestimmt wieder, weil uns dann wieder so ein Ministreifen fehlt. 35%. So, dann setzen wir mal ein kleines Stück zurück und wieder Vollgas.
So, die halbe Miete haben wir schon mal drin. Jo, sehr geil. Das konnten wir direkt da an der Kante weitermachen. Das wird jetzt hier dann wahrscheinlich gleich wieder nicht so funktionieren. Immerhin müssen wir dieses Mal scheinbar wohl keine Erdrampe bauen. Das heißt, für den Bahnhof gibt es keinen Keller. Jo, also hierhin klappt das wunderbar mit dem Umdrehen. Die andere Seite nicht ganz. Wahrscheinlich hätte ich da am Anfang anders da anfangen müssen. Besseres Vorgewendemanagement, glaube ich, nennt sich das ja. Dürfte ja das gleiche sein wie aus dem LS, wenn man hier Bahn für Bahn drüber düst. 88%, aber das sieht gut aus. Ich glaube, diese Bahn hier in der Mitte, die bleibt uns dann noch erspart. Und dann haben wir, glaube ich, den ersten Bauabschnitt gleich auch schon erledigt. Jo, 100%. Feine Sache. Dann räumen wir mal wieder unser Feld. Stellen wir mal hier rüber zur Raupe. Hier, so einfach sind 103.000 Credits verdient. Mit zwei Maschinen, die wir zum Glück schon gekauft haben. Jo, dann müssen wir anschließend Material liefern. Ah, hier wurden schon Gräben gebuddelt. Statten wir mal unserem örtlichen Baustoffhändler des Vertrauens einen Besuch ab und gehen mal hammergeil einkaufen. Filter, nehmen wir das, was wir für den Job brauchen. Auch hier kaufen wir jetzt direkt mal alles ein. Betonbauteile, ja die... Warte, was macht man mit X, Job 1, so hier und dann wieder weniger machen. Entfernen, so rum. So. Haben wir alles ab zur Kasse, da lassen wir uns liefern für 8.000. Wir sind ja keine Geringverdiener mehr. Und dann werden wir mal unseren Kran hier in Stellung bringen. Den wir schon, ich glaube, seit Folge... Weiß ich nicht. Aber wir haben ihn auf jeden Fall schon sehr lange ausgeliehen. Und er kostet jedes Mal, glaube ich, einen Haufen Geld. Aber gut. Man gönnt sich ja sonst nichts im Leben. So, dann werden wir uns hier mal wieder reinfuchsen, wie das Ganze nochmal war mit der Steuerung. Jetzt kommt wieder diese tolle, beruhigende Musik. Was brauchen wir denn? Wir brauchen zwei Betonträger. Das sind die Dinger hier vorne, vermute ich mal. Ja, wohin kommen die? Ah, okay. Also der Kran hier lässt sich ein bisschen angenehmer steuern als der mobile Kran. Das ist schon auch ein bisschen hakelig. Sehr schön. Damit haben wir Päckle 1 schon mal abgeliefert. Dann werden wir uns gleich mal das zweite Päckle an den Haken holen. Oh, oh, voll das Flutlicht mitgenommen. Damit haben wir die Betonträger schon mal abgeschlossen. Was fehlt jetzt hier noch? Wahrscheinlich eine Palette Betonschalung, würde ich jetzt mal vermuten. Ich weiß es nicht. Schwierig. Okay, das muss da vorne hin. Haben wir. Dann stellen wir gleich mal die Kabeltrommel noch nach da vorne.
Und hier noch die Gitter. So, dann haben wir die drei Sachen schon mal erledigt. Was kommt jetzt da hinten hin, ne? Ich vermute mal hier bestimmt Palette Betonbauteile hier in den Grün. Könnte ich mir so vorstellen. Ob du richtig stehst, siehst du, wenn die Markierung leuchtet. Und so ist es. So, und was fehlt da jetzt noch? Deckenelement. Die kennen wir ja bereits auch schon. Na, einen Betonkübel haben wir auch vergessen, uns noch auszuleihen. Den müssen wir dann gleich noch holen. Aha, da wurden jetzt solche Füßle draus. Dann werden wir die mal schnell platzieren. Ich vermute mal, da rein kommen dann diese Träger. Nummer 1 sitzt schon mal. Köcherfundament heißen die. Okidoki. Kann ich mir merken, werden wir bestimmt im Spiel noch ein paar Mal mit zu tun haben. Irgendwas piept da im Hintergrund. Ist das die Ampel für Blinde? 2 von 4. Ja, irgendwas knackt da. Ich glaube, das ist die Fußgängerampel. Also die Sounds im Spiel sind echt gut gemacht. Ich meine, dass es die Fußgängerampel für die Blinden ist. Schreib deine Vermutung gerne mal unten in die Kommentare rein. Vielleicht könnte es noch was anderes sein, was ich nicht auf dem Schirm habe. Aber so wie sich die Geräusche anhören, vermute ich tatsächlich, dass es sich da um das Grün und Stopp, also Grün und Rot handelt. So, und das letzte Köcherfundament. Ich vermute mal, die anderen nimmt uns wieder die CPU ab. CPU, ja, KI, ja, wie auch immer. Dann kommen die Betonpfeiler als nächstes. Wunderbärchen. Die Baustelle mag ich jetzt schon. Hier liegen die Sachen irgendwie ein bisschen besser als noch beim Museumsseitenbau. Das war ein bisschen Krampf. Ne, gut, sind alle 4 die gleichen. Dann ist es ja egal. Nummer 1 haben wir schon mal. Mal schauen, wie dann der Bahnhof aussieht. Hoffentlich ein bisschen besser als der Museumsseitenbau. Ich weiß nicht, irgendwie hat er mich nicht so zugesagt. Wahrscheinlich mir auch das ganze Betonieren irgendwie so die Lust daran versaut. Inklusive dem ganzen Kran-Heckmeck. 2 von 4. Ja, also von daher, das hätte so noch gar keinen Sinn gemacht, wenn wir jetzt hier auch noch ein Hotel hingesetzt hätten, wenn selbst die Schüler und die Arbeitnehmer nicht gescheit zur Arbeit kommen, weil die Infrastruktur hier einfach noch so schlecht ist. Das heißt eben, ja, dem kulturellen Erbe haben wir die Bildung zumindest schon mal ein bisschen angetrieben. Da ist zwar vielleicht auch schon ein bisschen Verkehrsaufkommen da, aber ja, bei dem glaube ich, was der Investor vorhat, da kommt dann bestimmt richtig viel. Ich meine auch, dass bei dem Prestige-Projekt irgendwo am Ende auch noch eine Brücke mit dabei ist. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. So, die restlichen Pfeiler wurden uns wieder abgenommen. Feine Geschichte. Damit haben wir hier schon mal ein paar Säulen stehen. Dann werden wir jetzt mal hier unsere Baumaterialien auspacken. Vermutlich dürfen wir jetzt dann gleich betonieren. So ist es. Stufenfundament dürfen wir jetzt gießen. Dafür brauchen wir jetzt aber zuerst nochmal unseren Betonkübel. Einen großen. Der kleine ist ja, weiß ich nicht, für was der ist. Lassen wir uns für 375 Credits an die Baustelle liefern. Man gönnt sich ja sonst nichts. Dann nehmen wir uns das gute Ding mal an den Haken und werden hier gleich die kleinen Wände mit Beton vollpumpen.
So, fangen wir mal hier hinten in der Ecke an. Drehen wir den Kübel gleich mal auf die richtige Seite, dass wir auch was sehen. Und los geht's. Unsere Lieblingsbeschäftigung, betonieren. Oh, so schnell ist die Ecke hier schon voll. Oh, hier bei dem Stufenfundament läuft es ein bisschen geschmeidiger, habe ich so das Gefühl. Es läuft Stück für Stück, 40% haben wir schon mal. Jetzt wird uns wahrscheinlich hier gleich der Betonpfeiler in die Quere kommen. Aber davon lasse ich mich jetzt nicht aufhalten. Ja, nochmal ein Stückchen drehen. Na, komm. Da muss es rein, genau. Prozent. Es wird Stück für Stück. Da in der Mitte haben wir dann noch gleich den kleinen, das kleine Viereckle, wo wir vollgießen müssen. Prozent. Oh, ich wollte schon gerade wieder auffüllen, da hätte ich es wieder leer gemacht. 89, vielleicht müssen wir auch das kleine Ding da drin gar nicht mehr gießen, weil wir hier schon alles reingepumpt haben. Sehr schön. Markierten Bereich räumen. Machen wir. Kies liefern und verteilen. Nichts lieber als das. Gucken wir uns mal an, was wir hier erreicht haben. Das heißt, wir haben schon mal hier das Fundament für die, ich vermutlich, denke ich mal, die Wände gegossen. Hier werden wir Kies reinkippen, vermutlich das Ganze dann auch noch verdichten müssen. Ja, und was als nächstes noch ansteht, sehen wir dann definitiv im nächsten Video. Es hat mich gefreut, dass du mit dabei warst. Ja, abonnieren, kommentieren, liken nicht vergessen. Ich wünsche dir bis zum nächsten Video alles Gute, halt die Ohren steif. Ciao, ciao.